Jesus in Gethsemane, Lukas 22, 39 bis 46. Und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder, betete und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er geriet in Todesangst und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit und sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Liebe Gemeinde, es hätte ein ganz besonderer Abend sein können. Die Jünger waren mit Jesus zum Passafest nach Jerusalem gekommen. Den ganzen Tag gab es zu tun, Vorbereitungen zu treffen. Jesus hatte schon Absprachen getroffen und die Jünger hatten sich zu kümmern. Das Passahlamm sollten sie vorbereiten. Was für eine Aufregung in unbekannter Umgebung. Aber es war eine gute Anspannung, wie man sie eben hat, wenn man will, dass ein schönes Fest gelingt. Und Jesus sagt es ihnen auch, wie viel ihm daran liegt, dieses Fest mit ihnen zu feiern. Was für ein wundervoller Abend wäre es gewesen, wenn es nicht Misstöne gegeben hätte. Den Streit der Jünger darum, wer von ihnen der Wichtigste wäre, und die Gedanken an Verrat und Untreue. Als sie mit Jesus hinausgingen zum Ölberg, um zu beten, da überfällt die Jünger die Müdigkeit. Und sie schlafen, obwohl Jesus sie dringend bittet zu beten, damit sie die nächsten Tage überstehen. Hier in der Jochsberger St. Mauritiuskirche sind uns die schlafenden Jünger immer vor Augen. Wir sehen darauf auch Jesus, der selbst weiß, dass er die nächsten Tage nicht überstehen wird. Er bittet Gott um einen Ausweg und er erhält Zeichen der Nähe und Fürsorge Gottes. Aber einen Ausweg gibt es nicht. Und dann hören wir etwas unfassbar Heftiges. Jesus geriet in Todesangst. Wir denken an den Jesus, der dem Teufel ins Gesicht widerspricht, der den Sturm zum Schweigen bringt, der böse Geister souverän austreibt und die Kranken heilt. Was muss in den Freunden Jesu vorgegangen sein, wenn er Angst hat vor dem Tod? Er, der in stürmenden, tosender See im Boot lag und schlief. Und jetzt schlafen sie. Was macht sie so müde? Lukas schreibt, es ist die Traurigkeit. Es könnte Traurigkeit über sich selbst sein, über ihren Streit und Verrat und ihre Treulosigkeit. Aber es gibt noch eine andere Traurigkeit. Sie sieht, was Leid und Tod und Angst mit diesem so besonderen Menschen Jesus macht. Das darf doch eigentlich gar nicht sein. So sagen es Menschen heute auch immer wieder. Die einen schüttelt die Angst vor dem Tod und die anderen macht so eine tiefe Traurigkeit um einen geliebten Menschen zum Beten zu müde. Es wollen sich keine Worte, keine Gedanken mehr zusammenfinden. Ein tiefer Abgrund starrt sie an und es scheint, als wolle er sie verschlingen. Jesus sagt, betet um eurer selbst willen, dass ihr diese Tage besteht. Betet, bevor es noch schlimmer wird. Wir sollen Worte finden, wenn uns zum Beten die Gedanken fehlen. Jesus selbst wird Psalmen beten. Psalm 22 beginnt so: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Wir können auch Liedstrophen beten. Da bekommt diese Traurigkeit eine Sprache. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, dass man ein solch scharf Urteil hat gesprochen? Was ist die Schuld? In was für Missetaten bist du geraten? Das sind Worte von Menschen, die selbst viel Leid durchleben mussten. Es sind aber auch Worte für Menschen, die sich ganz unvermittelt in Todesängsten wiederfinden. Diese Worte führen uns durch das dunkle Tal des Leides und der Angst.
und des Todes hindurch. Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe. Der gute Hirte leidet für die Schafe. Die Schuld bezahlt der Herr, der Gerechte für seine Knechte. Amen. Beten wir mit Justus Delbrück. In den Tiefen, die kein Trost erreicht, lass doch deine Treue mich erreichen. In den Nächten, wo der Glaube weicht, lass nicht deine Gnade von mir weichen. Auf dem Weg, den keiner mit mir geht, wenn zum Beten die Gedanken schwinden, wenn mich kalt die Finsternis umweht, wollest du in meiner Not mich finden. Wenn die Seele wie ein irres Licht flackert zwischen Werden und Vergehen. Wenn es mir an Trost und Rat gebricht, wollest du an meiner Seite stehen. Wenn ich deine Hand nicht fassen kann, nimm die meine du in deine Hände. Nimm dich meiner Seele gnädig an. Führe mich zu einem guten Ende. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.